Was gibt's denn heute? Fleisch? Fisch? Nein, Tofu. Von dieser Firma in Südbaden. Und die Sojabohnen dafür werden nicht in Übersee, sondern direkt hier bei uns angebaut. Wir machen das auch aus Freude, aus Spaß und aus Überzeugung. Pflanzen essen. Die Freiburger Firma Taifun, einer der größten Bio-Tofu-Hersteller in Europa. Tofu, so wie wir es machen, ist was Einzigartiges. Da gibt es ganz wenige, die das so gut können. Und das macht mich wirklich auch stolz und glücklich, dass wir den Tofu so weit bringen konnten. Tofu, das ist doch dieser geschmacklose, essbare Radiergummi. Von wegen. Denn genau auf den Geschmack kommt es an. Der wird bei Taifun mit allen Sinnen erforscht. Dafür geht das Sensorik-Team regelmäßig auf Suche nach den besten Zutaten. Also in salzig, da habe ich dieses Pfefferminzding. Also, kommt auch, wird sich dann gemeinsam rein. Ja, also, weil die sind ganz schön pingelig, wenn es um ihren Tofu geht. Wenn man hier so eine Gruppe sieht, in so einem. Ja, so. So ist schon, aber ich krieg so diese Note, diese rote Note in diesem Pfeffer irgendwie nicht so richtig. Dann sind sie bei uns in der Firma und dann haben sie das Sensorik-Team getroffen. Ja, es ist schon speziell. Diese spezielle Stimmung, das Miteinander, das Ganzheitliche, bestimmt auch ein Grund für den Erfolg von Taifun. Nicht so schön, dann bitte aufschreiben, vielleicht auch wenn. So das Kräuterartige. Beate Thiessen organisiert den Rohwareneinkauf. Knoblauch, Pfeffer, Ingwer, Paprika. Nichts geht unverkostet in die Produktion. So auch das Basilikumpesto, mit dem der Taifun-Tofu veredelt wird. Das Gute am Tofu ist, es ist relativ neutral. Und je besser die Zutat ist, desto besser schmeckt auch dann der Tofu nachher. Und deswegen sind wir so ein bisschen nerdy, wenn es darum geht. Also wir sind so ein bisschen, sitzen hier wirklich sehr viel und diskutieren und finden was richtig und nicht richtig. Und es kommt tatsächlich nachher raus beim Produkt. Tofu, hergestellt aus der Milch von Sojabohnen, schmeckt tatsächlich erstmal nach nichts. Doch Taifun hat es geschafft, auf dem Markt der vegetarischen Lebensmittel einen festen Platz zu besetzen. Seit mehr als 30 Jahren produziert die Firma mit dem speziellen Etwas Tofu, und zwar in Freiburg. Grüne Öko-Hauptstadt wird sie genannt. Der richtige Boden, um feste Wurzeln zu schlagen. Angetrieben von einer Idee, die Welt ein bisschen besser zu machen. So auch Vertriebsleiter Jesus Bastante. Jeden Tag erinnern ihn direkt vor der Firma die vier Elemente an die Verantwortung für Mensch und Natur. Taifun, der Gott der Winde, die Luft. Der Drache, das Feuer. Die Fischfrau, das Wasser. Und der japanische Labyrinthgarten, die Erde. Jesus Bastante hat bei Taifun genau gefunden, was er gesucht hat. Das Spezielle. Ich kann dort arbeiten ohne Angst, ohne Druck, aus dem eigenen Impuls heraus, aus der eigenen Freude heraus. Und für was ich definiere als Gutes, als sinnhaft. Jetzt wollen wir es genau wissen. Was macht diesen Taifun-Tofu aus? Er entsteht ähnlich wie in Asien, wo er eigentlich herkommt. Gequollene Bio-Sojabohnen vermahlt man mit Wasser und kocht sie unter hohem Druck. Die Maschine presst aus diesem Brei die eiweißreiche Sojamilch heraus. Wie beim Käsemachen kommt ein Gerinnungsmittel in die Milch.
Taifun nimmt dafür entweder das vegane Nigari oder Calciumsulfat. Die Sojamilch flockt aus und kommt in den Presskasten. Circa 100 Tonnen Tofu in der Woche stellt Taifun so her. Gut 40 Tage ist das Lebensmittel haltbar. Wichtig bei der Produktion, immer schön kühlen und frisch halten im Wasserbad. Das Außergewöhnliche sieht man den weißen Blöcken nicht an. Doch man findet es in Erde, Wasser, Luft. Der Tofu der Firma Taifun wird nur aus Soja hergestellt, das in Deutschland, Frankreich oder Österreich gewachsen ist. Auch im Breisgau, nur ein paar Kilometer entfernt von der Firma, bauen Landwirte die Sojabohnen an. Es ist Ende Mai auf dem Acker von Bauer Schill in der March. Die Agrarexperten der Firma Taifun sind gekommen. Also ist das praktisch dasselbe wie das? Ist gut. Gemeinsam mit den Landwirten suchen sie nach der besten Sojabohne für das deutsche Klima. Da sind wir eben jetzt gerade dran. Also es gibt eben diese Taifun 3, Arbeitsname Taifun 3. Das ist... zeichnet sich so ein bisschen ab, dass das der nächste Kracher wird und vor allen Dingen die erste, die wirklich aus unserem eigenen Zuchtprogramm kommt. Und die kriegt dann natürlich auch noch einen anständigen Namen. Wahrscheinlich werden wir sie Tofina nennen oder so ähnlich. Also, genau. Die Tofu-Leute und die Bauern, ein gutes Gespann. Meistens. So, das reicht jetzt nach eurer Theorie für wie viel? Das ist egal, für wie es reicht. Wir fahren einmal hoch, einmal runter. Ja, ja, einmal rum halt. Einmal hoch und wieder zurück. Nein, aber dann machen wir es raus. Also wir fahren. Wieso meinst du nicht, dass es reicht? Wir laufen mal näher her. Oder? Komm mal. Soja, eine empfindliche Diva. Deshalb bauen Großbetriebe in Brasilien gentechnisch vereinfachte Sorten an. Bei Taifun jedoch sind alle Vertragslandwirte Bio- oder Demeter-Bauern. Keine Gentech-Pflanzen, keine Spritzmittel. Mittlerweile haben wir viel dazugelernt und wir wissen zum Beispiel bei der Aussaat ziemlich genau, an welchem Zeitpunkt man säen muss. Nämlich genau an einem Tag wie heute, 26 Grad, warmer Boden. Und dann wächst die Soja sehr schnell los. Saatgutqualität muss stimmen, dass die Körner wirklich Triebkraft haben, dass sie schnell loswachsen. Und lauter so Details, die Aussaattechnik muss perfekt sein, dass die Körner wirklich perfekt im Boden liegen, nicht zu tief, nicht zu flach und so weiter. Wir haben mittlerweile viele Biobauern, die über die Jahre mit uns gemeinsam eigentlich gelernt haben, die zeigen, dass Soja biologisch sehr gut funktioniert. Über 80% der Soja aus Monokulturen in Übersee ist Futtermittel für die Fleischproduktion. Ein Unding, findet Jungbauer Schill. Bisher importieren wir unser Eiweiß aus Südamerika und verfüttern es an die Schweine und bekommen es dann so, unser Eiweiß. Ne? Warum denn nicht einfach direkt hier produzieren und dann als Tofu essen? Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Vegetarier werden muss, ja? Aber so eine gewisse Ausgewogenheit schadet sicherlich nicht. Ja? Die Pflanzenesser, eine kleine Gruppe, aber sie werden immer mehr. Ende der 60er Jahre schwappt mit den Hippies aus Asien auch die Veggie-Welle nach Europa. Der Fleischersatz macht neugierig. Kann sowas deutschen Schweinebratenliebhabern schmecken? Wissen Sie, was Sie da gegessen haben? Ja, Gulasch. Gulasch. Wie hat Ihnen dieser Gulasch geschmeckt? Prima. Sie haben keinerlei Unterschiede festgestellt? Nein. Wissen Sie, was Sie da gegessen haben? Ja, ich denke, Rindfleischsalat. Mhm. Sie haben nichts festgestellt, was Sie irgendwie daran stört? Nein. Wie hat es Ihnen geschmeckt? Gut, bekömmlich. Der Tofu hat die Supermarktregale erobert. Sich vegetarisch oder gar vegan zu ernähren, ein Trend. Sogar Promis werben dafür.
Schauspielerinnen wie Kate Winslet oder Heiner Lauterbach, die tierliebende Bardot oder Ex-Präsident Bill Clinton. Und auch Nena mag's lieber ohne Fleisch. Von der Veggie-Welle profitiert auch Taifun. Gleichzeitig wächst die Zahl der Konkurrenten auf dem Tofu-Markt. Eine Herausforderung für Vertriebsleiter Jesus Bastante. Er ist auf Heimatbesuch auf der wichtigsten spanischen Branchenmesse der Biocultura in Madrid. Hola, ¿qué tal? Der spanische Markt für Bio-Lebensmittel wächst. Bisher waren neben Deutschland Frankreich, England und Italien wichtige Absatzländer für Taifun-Tofu. Jetzt heißt es, den spanischen Markt genau erkunden. Nach spezieller Methode Taifun. Persönlich. In guter Resonanz. Es ist in der Tat so, dass diese direkte Kennenlernen, diese sich zu schnuppern, in der eigenen Küche zu schauen, sehr essentiell ist für die Beziehung. Es ist ganz wichtig, dass es menschlich gut funktioniert. Dann kann man auch dann das Geschäftliche besser abwickeln. Interessant für Jesus Bastante, Bio-Supermarktketten. Die breiten sich auch in Spanien immer mehr aus. Eine Entscheidung, die Zentrale bedeutet Präsenz in 100 Läden, 200 Läden, 1000 Läden. Und es bedeutet auch, die großen Ketten, einem großen Publikum. Wir können nicht jeden Kunde zumuten, 5 Kilometer, 10 Kilometer zu den Bioladen, zu dem Reformhaus. Das ist, was wir brauchen. Und auch das gehört zur Messe. Südbadischer Tofu im Geschmackstest. Jesus Bastante weiß, seine Landsleute zu überzeugen. El principio, lo más importante es, so con pimientos ahumados, al horno. Zack. Ahumado, la especialidad que os gusta. Y ya está. Bueno, y esa es una otra cosa. Es manchmal sehr streng, diese fast 12 Stunden. Aber ich lebe sehr stark von dieser Verbindung. Ich suche, dass einfach mir auch Freude macht. Und die Freude, die zurückgespiegelt bekommen, das gibt mir einfach die Power. Ich genieße es. Auffällig, Frauen gehen mit Tofu irgendwie lockerer um als die Männer. Ich sage so, Frauen sind grundsätzlich für unsere Produkte offener. Aber die Männer, die ich auch hier erlebe, speziell, das sind auch Interessierte. Und wenn ich die richtigen Produkte habe und ich weiß, welche Produkte sind gut für die Männer, dann klappt das. Auf keiner anderen Messe in Europa verkauft die Firma so viel Tofu wie hier in Madrid. Die Rechnung scheint aufzugehen für Taifun in Freiburg. Im Fokus die jungen, umweltbewussten Konsumenten. Und die, das weiß Geschäftsführerin Elisabeth Huber, probieren mal das eine, mal das andere aus. Legen sich nicht so schnell fest. Da muss die Firma Taifun eine ganz klare Botschaft aussenden. Mein hohes Interesse liegt daran, auch immer wieder abzugrenzen. Das, was ihr esst, ist ein Tofu-Produkt. Das ist kein Fleischersatz oder irgendeine vegetarische Spezialität. Das ist Tofu. Und das hat auch eine traditionelle Wurzel. Wir wollen nicht irgendein vegetarisches Produkt herstellen. Wir wollen Tofu herstellen. Eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. 240 Mitarbeiter zählt die Firma Taifun in Freiburg. In der Produktion verarbeiten sie den Naturtofu. Etwa 40 unterschiedliche Varianten entstehen hier. Es wird geräuchert, es wird gepresst, es wird frittiert. Hier wird gerade ein Klassiker zusammengerührt, das Tofu-Brät für die Würstchen. Mhm. 2017 konnte Taifun Tofu einen Umsatz von ca. 35 Millionen Euro verbuchen. Tendenz steigend. Die Verbindung von Bio und guter Geschmack ist absolut wesentlich. Also das ist das, was wir festgestellt haben. Das ist das, was wir für uns
als wichtig empfunden haben und was uns aktuelle Kundenumfragen auch definitiv bestätigen. Die sind absolut gleichwertig. Es muss Bio sein und es muss gut schmecken. Nur Bio funktioniert auf Dauer nicht, nur gut schmecken, zumindest in unserem Segment auch nicht. Für Beate Thiessen geht es auch nach Feierabend mit dem guten Geschmack weiter. Ihren Taifun-Tofu nimmt sie gerne mal mit ins Privatleben. Zusammen mit Freunden und Arbeitskolleginnen wird gekocht. Gemeinschaftserlebnis. Auf dem Speiseplan steht an diesem Abend, wer hätte es gedacht, etwas Vegetarisches. Da war ich noch ganz leicht. Genau. Ich habe mal ein bisschen Gemüse auf dem Markt gekauft. Ich denke, die könnte einfach so schneiden. Sortiment aufgenommen. Ja, genau. Wer bei Taifun arbeitet, ist der ein besser Esser? Muss der eigentlich Vegetarier sein? Nein, muss man wirklich nicht. Also wir haben ja grundsätzlich, sagen wir ja mal, Tofu passt ganz gut zu Fleisch oder irgendwie, also wir sind jetzt gerade nicht so, dass wir sagen würden, wir verdammen jeden Fleischesser. Doch heute soll es fleischlos sein. Ofengemüse mit dem neuesten Produkt von Taifun, dem Kurkuma-Tofu. Außerdem eine Art Geschnetzeltes. Und jetzt, der wird jetzt gehobelt. Wir machen so eine Art veganes Büros. Mit dem groben oder? Mit so? Dem hier. Okay. Schnitttechnik ist gut. Hobeltechnik lässt man. Die Hobeltechnik. Tofu muss man nicht mögen. Doch bitte mal probieren. Und dann ist der so gebraten, wird er so. Vom krampfhaften Überzeugen hält Beate Thiessen allerdings nichts. Ich würde sagen, wenn jemand kein Interesse an Tofu hat, dann lasse ich ihn damit. Also ich sage jetzt gerade echt ihn, weil ich, bei Frauen habe ich es noch nie erlebt. So. Das ist tatsächlich ziemlich real. Ich tue mich persönlich nicht so schwer. Ich habe 9 Jahre mit einem Veganer zusammen gewohnt und war auch also lange Jahre selbst Vegetarier. Deshalb habe ich da keine Berührungsängste. Aber weiß ich nicht, ob Männer da vielleicht ein bisschen ignoranter sind oder halt meinen, dass man Fleisch irgendwie braucht zum Leben oder so. Dem Schnitzel zum Trotz, vegetarisch kochen ist in. Die Szene wächst, in der grünen Öko-Hauptstadt Freiburg sowieso. So, Vorsicht, heiß. Ich glaube, was unsere Generation, zumindest meine Elterngeneration, mehr gemacht hat, jemand hat gekocht für andere. Und dann hat man so aufgetischt und dann war das so ein bisschen irgendwie dieses, ne, man kocht, man lädt ein. Aber dieser Moment, dass jetzt irgendwie Leute sich zusammentreffen, irgendwie schnippeln, reden, Wein trinken, irgendwie was Neues ausprobieren, sich gegenseitig auch so ein bisschen inspirieren, das glaube ich ist total jetzt so ein bisschen der Zeitgeist. Aber woher kommt der Erfolg der Freiburger Bio-Tofu-Pioniere eigentlich? Die Geschichte der Firma Taifun beginnt vor über 30 Jahren. Und sie beginnt mit Wolfgang Heck. Er hat die Firma gegründet, weil er an Tofu glaubte. Zusammen mit einem Freund stellt er von Hand 1985 den ersten Freiburger Tofu her und verkauft ihn bald darauf hier, in der Markthalle. Eine Imbissmeile voller exotischer Genüsse bis heute. Damals ein echtes wirtschaftliches Abenteuer für Wolfgang Heck. Schön. Es sieht total anders aus. Ja, die Markthalle ist mehrfach umgebaut worden. Hier ist unser Anfang der Markthalle. Die Anfänge. 1987 hier gegenüber. Taifun. Genau. Ja, genau, ja. Gegenüber war ja. Da war mein Stand, da drüben. Ja, genau. Da hinten war Ihr Stand. Da, wo das Eck jetzt ist. Ne? Und es ging auch ein bisschen an die Seite mit dran. So eine Theke mit, sagen wir mal, 4 Metern. Und ich musste am Tag ungefähr gefühlte 5000 Mal sagen, was Tofu ist. Manche haben dann gesagt, dieses Tofu, was Sie da anbieten. Was ist denn das eigentlich, dieses Tofu? Die kannten die Insel Korfu und haben dann aus Tofu Tofu gemacht. Ne? Mit einer Handvoll Leuten und 4 Kilo Tofu pro Woche startet er das Unternehmen Taifun.
Die Kunden neugierig auf das gesunde, selbstgemachte Lebensmittel mit asiatischem Touch. Die Stimmung war so, die Leute waren ja auch von ihren Reisen her gewohnt, dass man andere Kulturen kennengelernt hat und anderes Essen. Und die suchten das auch in Freiburg. Vorher gab es mal einen italienischen Boom, dann hatten wir viele Griechen in Freiburg. Und es war jetzt einfach offener für andere Kulturen. Und Tofu war spannend. Schon bald braucht Heck mehr Platz für die Tofurei. Im Stadtteil Stühlinger bietet sich zufällig die Gelegenheit. Heute kocht hier ein Sri Lankese. Damals jedoch war ein Edeka-Markt untergebracht. Als der schließt, sucht er einen Nachmieter. Vegetarischer Gericht von dir. Wunderbar. Ich bin damals hierher gegangen, habe mir den Laden angeschaut und habe gefragt, kann ich das mieten? Und ich habe viel Glück gehabt. Es gab 30 Bewerber und die Vermieterin hat mich rausgesucht und hat gesagt, du kannst es haben. Es folgt das erste offizielle Logo und wieder ein Umzug ins Industriegebiet. Immer größer die Nachfrage nach Taifun-Tofu. Die Firma wächst. Und mit ihr auch die Zahl der Biobauern, die für Taifun die Sojabohnen anbauen. Es ist Ende September in der Marsch bei Freiburg. Die Sojabohnen sind reif. Ein spannender Moment, nicht nur für die Landwirte, auch für die Taifun-Mitarbeiter. Wollen sie doch eine neue, noch bessere Sorte züchten. Ein schwieriges Jahr liegt hinter ihnen. Erst zu nass und kalt, dann zu trocken. Der beste Zeitpunkt der Ernte, wichtig. Denn die Bohnen sollen weder zu feucht noch zu trocken sein. Man kann bei Soja sehr gut die Feuchte, so entweder mit dem Fingernagel oder mit den Zähnen, feststellen. Wenn die sich noch so leicht eindrücken lässt, also soll schon hart sein, aber sich noch so leicht eindrücken lassen, so ein bisschen, dann ist optimal. Und was hier auffällt, was mich als von der Verarbeiterseite her sehr freut, die Körner sehen wunderschön sauber und gleichmäßig aus und absolut unversehrt. Das ist wirklich eine tadellose Kornqualität, die wir hier haben. Man riecht es auch, wenn man an den Körnern riecht, die haben ein bisschen frischen Geruch noch. Ne? Mit 8 Vertragslandwirten begann Taifun den eigenen Anbau in Europa. Mittlerweile sind es 75 Erzeuger. Ihre Ernte reichte 2017 erstmals für die gesamte Tofu-Produktion der Freiburger Firma. Was sehr beeindruckend ist, dass es auch bei Soja eine enorme Vielfalt gibt an Sorten. Und das sieht man hier. Wir haben hier rechts zum Beispiel diese ganz kleinen Körner. Das sind Natto-Sojabohnen, da wird Natto draus hergestellt. Ein sehr gesundes, leckeres Lebensmittel aus Japan. Dann haben wir hier unsere Taifun-Tofu-Sojasorten. Dann haben wir hier Edamame-Sojabohnen, das ist genau das Gegenteil von dem Natto, die sind riesengroß. Hier noch eine andere Edamame-Sojabohne mit pechschwarzen Körnern. Also in Asien, wo die Sojabohne heimisch ist, gibt es eine sehr große Sortenvielfalt, die jetzt allmählich für den Lebensmittelbereich auch hier nach Europa rüber schwappt. Interessante Sojasorten landen hier, im Technikum der Firma Taifun. Es ist eine Art Mini-Tofurei. Aus jeder Probe entsteht ein kleiner Tofu, genau analysiert. Gemeinsam mit der Uni Hohenheim wird alles wissenschaftlich ausgewertet, um herauszufinden, welche Sojasorte für das mitteleuropäische Klima geeignet ist. Ein hoher Eiweißwert ist wichtig, aber auch die Konsistenz. Der Tofu soll weder zu weich noch zu fest sein. Eine schöne Sojabohne auf dem Acker allein sagt darüber wenig aus. Wenn es einem auf dem Feld gut gefällt, vom Wachsen her, also von der agrarwissenschaftlichen Seite, hat man natürlich immer die Hoffnung, dass sie dann auch im Labor gut ist. Aber wir haben jetzt, ich glaube, die 4000. Probe heute gehabt in der Zeit, die ich jetzt hier bin. Und es ist doch sehr wenig dabei, wo wir dann wirklich sagen können, wie ist es jetzt. Ganz schön viel Aufwand für ein Lebensmittel, das genau deshalb seinen Preis hat. Egal ob in Deutschland oder anderswo in Europa. Davon versucht Jesus Bastante, seine Handelspartner auch in Madrid zu überzeugen. Trotz wachsender Konkurrenz von günstigeren Tofu-Produkten.
Nur wir sind kein Billigprodukt, weil wir bleiben fest mit unseren Preisen, die Preise, die wir brauchen. Es ist, das kann man nicht, wir sind kein Discounter in diesem Sinn. Neben dem Verhandeln um Preise und Mengen bleibt ein wenig Zeit zum Bummeln. Im Madrider Stadtviertel Chueca hat er als Student gelebt. Damals ein etwas heruntergekommenes Quartier. Heute entstehen hier an vielen Ecken neue kleine Bioläden. Das Geschäftliche hat er beim Streifzug durch die Gassen natürlich immer im Kopf. Doch da ist auch viel Nostalgie. Das verbindet, ja, verbindet sehr mit einer sehr schönen Zeit, als ich jung war und als diese aufregende Zeit, die Welt zu entdecken, meine berufliche Ausrichtung zu entdecken und diese schöne Atmosphäre, die hier ist. Diese Ruhe, auch wenn wir trotzdem mitten in Madrid sind, das liebe ich. Ich merke, es kommt eine ganz alte Zeit an mich zurück. Sein alter Wohnort, der neue Bioszene-Stadtteil von Madrid. Das passt doch zur Philosophie von Taifun. Das große Ganze, der Kreis, der sich schließt. Was hält eigentlich seine spanische Familie von all dem? Meine Mutter ist sehr neugierig. Und sie liebt auch den Räuchertofu und Bärlauchtofu. Mein Vater ist ein bisschen Skeptiker diesbezüglich, ja. Ja, aber meine Cousinen, die haben auch diese ähnliche Interesse und sie freuen sich. Das größte Geschenk, das ich machen kann, ist, wenn ich einfach von zu Hause Taifun-Tofu bringe und denen das schenke. Geschenke gibt es auch bei Taifun in Freiburg. Da würden Sie König der Winde überreichen. Kurz vor Jahresende kommen alle zusammen, Taifun-Mitarbeiter und Landwirte. Eine Ehrung für die, die seit 20 Jahren Soja für die Firma anbauen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal bedanken bei den ganzen Pionieren, die hier angefangen haben, ihren Mut mit reingebracht haben. Es war was Neues, es war ein Experiment. Und wir waren alle bereit, Tiefschläge einzugehen. Es geht eben nicht immer alles nur geradeaus. Symbolisch machen sich alle Landwirte auf den Weg durchs Labyrinth. Mit ihren Bohnen zur Ernteübergabe. Thomas Schubert, genau, unser Pionier im Osten seit 9 Jahren mittlerweile. Ne? Thomas hat uns in Ostdeutschland die Tore geöffnet, hat dort auch eine Erfassungsstelle und einen sehr schönen großen Bauernhof. Ernst Grassel. Vielleicht ein wenig seltsam, esoterisch. Und doch sind sie alle mit Herz dabei, auch Seniorbauer Schill aus der March. Das zu erleben und es zu vertiefen, etwas zu übergeben und nicht einfach auszukippen, das ist ein besonderes Erlebnis. Wertschätzung, die man da erfährt. Damit sich auch Taifun nicht im Labyrinth des Wirtschaftens verliert, gehören die Firmenanteile mittlerweile einer Stiftung. Die Firma kann nicht verkauft werden. Der Kreis schließt sich. Die Ernte ist eingebracht. Mal wieder so ein spezieller Taifun-Moment. Ich habe das erste Mal wirklich das Bewusstsein bekommen, was es braucht. An Einsatz, an Liebe und Hingabe auch. Die ersten Landwirte, wie die es erzählt haben, was es für ein Abenteuer war, damit wir am Schluss ein Stück Tofu herstellen können. Und als ich jetzt heute da stand und auch diese Sojabohnen sah, die da in den Eimer gegeben wurden, in der Vielfalt auch wieder. Es ist eigentlich nur eine Bohne und am Schluss, aus jedem Feld kommt was anderes und das ist ein echtes Lebensmittel. Und das ist einfach schön.